So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 3. Heute haben wir wieder was sehr Skurriles am Start. Ich stehe gerade direkt davor, ich erkläre es euch gleich. Und natürlich, wie immer, heute der Hinweis, heute gibt es wieder einen Livestream. Ab 19 Uhr auf /SparkoPhoenixTV auf Twitch, Twitch.tv/SparkoPhoenixTV. So, Link dazu in der Beschreibung findet ihr und das Social Media Link sowieso. 19 Uhr geht's los und ich habe noch ein bisschen Restvolumen, was ich verstreamen möchte, heute und morgen. Jeweils so 4,5 Gigabyte. Das sind etwa so die 2 Stunden, 3 Stunden, ich weiß nicht ganz genau wie lang. Wir gucken uns an und wir sehen dann, wie lang es geht. Ich teile es mir ein bisschen auf. So, ansonsten, Umfrage für heute. Ja, wir haben heute wieder eine. Und zwar, was soll ich denn machen? Also, da wir wahrscheinlich in diesem Livestream fertig werden oder in den nächsten Livestreams fertig werden mit Dias Farm, was soll man denn danach anpacken, einen Angriff nehmen, wie auch immer? Ich gebe wieder ein paar Antwortmöglichkeiten oben rechts, da ploppt was auf. Beispielsweise Keller ausbauen oder eine weitere Farm bauen oder den Nether komplett ausbauen, also dass die Portale alle verbunden sind oder oben ein Grundstück verschönern oder wie auch immer. Ich gebe dann ein paar Antwortmöglichkeiten vor. Und dann zeige ich mir ganz kurz, was passiert ist. Ich habe mich gerade eingeloggt, wollte noch schnell eine Folge machen, auch wieder ein bisschen spät, wie immer. Und ich bin so reingegangen und ich habe hier oben auch ein bisschen Weed gefahren, ein bisschen in meiner Farm geschnitten, so wie immer nachts. Und dann komme ich hier so rein und dann fehlen die Türen. Ich denke mir, wird? Warum das? Was da los? Dann gehe ich rein, guck's um die Ecke und da steht ein Zombie drin. Mit der Tür in der Hand. Und ja, das heißt im Klartext, wir müssen da was machen. Ab sofort kommen hier Eisentüren hin. Denn irgendwie hat er die Türen eingerissen. Und der Villager wäre fast wieder draufgegangen. Zum Glück hat er sich unten selbst irgendwie getrappt. Der hängt hier fest in so einer Kiste, da eine Kiste nicht einen ganzen Block hoch ist und der nur einen Block hochspringen kann, ist der rein und kann nicht mehr zurück. Und deswegen RIP. Rony. Der droppt doch gleich wieder die Tür. Oder? Ja, der droppt die Tür. Wir machen folgendes. Wir setzen hier mal Eisentüren hin und einen Button, denn das schickt mir ja schon wieder. Bis zum Maximum. Übrigens auch das Zeug, was ich gleich brauche. Ich werde vielleicht versuchen, bis in der Folge das Nether-Zeug weiterzubauen, denn ich möchte mal mein eigenes Portal anschließen, dass es auch schön da aussieht. Und wo habe ich denn hier Eisen drin gehabt? Okay, ich glaube, da muss ich aus meiner Enderkiste holen. Ich habe nicht mehr allzu viel. 2 Blöcke reichen erstmal. So. Und Cleanstone für den Button, oder? Warte. Ich komme durcheinander. Ich komme immer durcheinander. Brauche ich für einen Button Cleanstone oder brauche ich für einen Button? Ja, ich brauche Cleanstone. Dann machen wir folgendes. Einen Zwischenofen. Ich weiß, ich muss auch wieder Schmelzofen machen. Den, ja, machen wir auch wieder im Stream oder so. Ich möchte das jetzt hier nicht allzu rein in Folge machen, was ich ja schon mal gemacht habe. Dann sieht man alles doppelt und Déjà-vu und bla bla bla. So, da ist Kohle drin, was ich teilweise mal gekriegt habe. Dann da. Dann schmelzen wir das durch. Und dann kriegen wir jetzt einen Button raus, hoffe ich mal. Button, dass wir erstmal vorne unser Dingsteil dicht haben, weil das ist gruselig. Ich habe keinen Bock, dass man alles hier Schwindsucht kriegt und so. So, da haben wir einen Button. Ich werde es so machen, dass halt immer nur eine Tür aufgeht für den Anfang. Ist erstmal wurscht. Ich will einfach nur, dass die Dinger da sicher sind und erst wenn mein kompletter Untergrund hier 100% sicher ist. Oh, es kriegt ja 3 raus. Jetzt mache ich noch eine raus. Dann kann ich hier wieder normale Türen machen. So, jetzt mache ich bam, bam. Ich mache eine richtige Festung draus. Ist mir egal. Und dann kommt ein Button. Warte mal kurz. Wenn ich den abbaue und dann da setze. Okay, geht auch noch einer auf. Ab sofort ist hier oben ein Button, wenn ich durch will. Und oh, von innen brauche ich auch wieder einen Button. Ich schlaumeier ja. Ja gut, ich habe mehrere Optionen. Ich brauche auch hier oben einen Button. So. Danke, ich brauche nur den Einstein. Und dann kommt von innen auch noch ein Button dran. Und dann, kann ich rein, raus, tralala. Und die Zombies nicht. So, ich hoffe mal, jetzt ist hier sicher, weil jetzt die Farm war nicht ganz sicher. Der Zombie hätte auch eiskalt hier durchlaufen können, hier hochgehen können und den Villager killen können. Und das fände ich doof. Fände ich schade. So, die Seeds kommen raus. Denn die brauche ich nicht. Und wir haben wieder ein bisschen Platz in der Kiste. Und dann mache ich genau selber nochmal hier mit. Übrigens, die Tür kam weg. Ist mir jetzt egal. Ich hole mir das ganze Weizen raus. Und das tun wir auch hier in die Kiste rein. Meine Wheat Chest. Zack. Und dann, haben wir es. Gut. Dann geht es wieder raus. Und, ab in die Hölle. Dazu brauche ich Sandstein und eventuell wieder ein bisschen Nether Bricks, die ich mir so mache und dies und das. Smooth Sandstone, normaler Sandstone, Sandstone Slabs und keine Ahnung was alles. Und eventuell auch noch Eisengitter. Das sehen wir dann. Ich habe einen Eimer dabei, da werde ich mir dann eventuell Lava holen müssen. Ich habe die mal vorne rausgeschmissen irgendwo. Und ein ganz kleines bisschen Kohle. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Kohle. Um die Netherrack zu schmelzen. So, und dann gehen wir mal da durch. Ja, wir gehen da durch.
Die schmeiße ich auch gerade mal raus. Ich habe ein bisschen Emeralds getradet wieder und habe die Sachen, die ich immer bekommen habe, hier wieder in einer Kiste getan. Wir haben über 2 Stacks Emeralds und bald haben wir auch da die Pyramide voll. Das ist gut. Wir haben noch jetzt mal wieder mehr Emeralds als Dias, aber ja. Das ist auch bald ganz gut fertig. Und jetzt gehe ich mal kurz ins Nether rein. Und wir gucken mal, wie es denn so aussieht mit dem Ausbauen. Ob da schon jemand weitergemacht hat oder nee, sieht noch nicht so aus. Okay, ist noch nicht weitergebaut, dann mache ich das. Ich glaube aber, Peters Portal hat jemand angeschlossen. Ich glaube, es war Peter, oder? Oder Klim hat auch noch weitergemacht. Der hat die Mob-Farm ausgebaut. Ja, das kann natürlich auch sein. Eventuell, warte mal kurz, ich habe vielleicht noch was zu zeigen. So ein kleines Secret von aus dem Stream. Ich hoffe mal, das ist noch alles offen. Und da, wenn ich mal hier so durchgehe, ja, dann hier so nach oben, dann haben wir hier vorne eine Stelle, wo wir auf das Dach des Nethers kommen können. Und das ist doch auch mal eine feile Sache. Vielleicht kann man auch hier irgendwie was machen mit Portalen und bla. Nice, oder? Ja. Muss ich auch von der Hölle ausgehen, sodass ich dann am Spawnportal lande oder wie auch immer. Egal, hier kann man jedenfalls dann viel bauen und so. Gut, dann auf Bedrock kann nichts spawnen, deswegen ist hier nichts, aber ja, 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 das eignet sich doch gut für eine Zombie-Pigment-Farm. Oder eine richtige Goldfarm, eine richtig krasse Goldfarm. So, dann für hier. Hier vorne stehen irgendwo Öfen rum und ich müsste auch bestimmt noch irgendwo Steine drin haben. Oder wir müssen noch irgendwo Steine drin haben. Ich hatte mit Klüm hier schon mal angefangen. Und dann nehme ich mal ein bisschen davon und fange schon mal an zu schmelzen. Und schließe einfach mal meinen kleinen, aber feinen Weg an. Habe ich hier noch Sachen drin? Nein, habe ich nicht. Stack raus, da rein. Dann, nächsten Stack, da rein. Nächsten Stack, ich habe nicht mehr viel. Okay, ich muss ein bisschen Netherrack mir besorgen. Was aber nicht machbar ist. Und ich glaube, wir müssen hier sowieso ein bisschen noch abbauen, denn übrigens meine Waffen alle repariert, weil ich so viel getradet habe. Alles komplett repaired. Denn hier müsste irgendwo noch das Portal wahrscheinlich von Zinus hinkommen, wenn er denn eins hat und anschließen möchte. Ich weiß gar nicht, hat er mittlerweile eins? Wenn ja, dann müsste ich das nochmal wissen und dann zapfe ich den auch an oder stöpsel ich den an. So blip, Kabel rein und der kann dann auch direkt in den Nether. Gut, Peter hat uns jetzt mal angestöpselt. Der eine oder andere wird noch wahrscheinlich demnächst dazukommen. Skate wollte eventuell auch nochmal da dran. Und dann läuft das, denke ich. So, und jetzt habe ich hier jede Menge. Alter, oh, warte mal kurz. Mir fällt gerade was ein. Ich habe die Sounds ausgestellt. Weil ich wieder in meiner Farm stand. Dann stelle ich mal die Sounds aus. Jetzt hört man wieder dieses panische Schreien von dem Gas. So philosophisch und ach, schön einfach, dass man das schon fast vermisst hat. Und jetzt habe ich das wieder schön im Ohr. Und genauso nervig wie es auch sonst immer. Ich kriege mal so Paranoia, als ob ich gleich mal was abschießen, irgendwo runterfällt oder so. So, und dieses schöne Steinabbaugeräusch, das braucht man. Das ist wie, wenn man so einen frischen Schnee reinstapft und das so knirscht. Grrr, so fühlt sich das an, wenn dir den Netherrack so brrr, abbaust. Wunderbar. Okay. Damit haben wir ein paar von den Steinen bekommen und die schmelzen wir dann auch durch. Und dann können wir erst ein bisschen anfangen zu bauen, denn wir haben, denke ich mal, dann gleich genug geschmolzen. Alles raus. Alles raus, alles raus. Wir machen ganz viele davon. Denn die Bricks, man unterschätzt, man kriegt gar nicht so viele raus, wie man erwartet. So, und die schmelzen erstmal durch. Hier vorne habe ich schon angefangen, dann kommt mal das raus und ja gut, den einen, ist mir jetzt egal. Und dann ganz passen wir übrigens noch, wenn wir in Reichweite von den Öfen auch ein Crafting Table haben, also dass sie direkt daneben steht. Und wir nochmal extra weiter weglaufen müssen. Also bam, so. Okay, daraus machen wir dann die Bricks hier. Oh, ups. So, und daraus machen wir dann Slabs größtenteils, weil wir sowieso nicht so viele Bricks an sich brauchen. Dafür mit Slabs, spart Material und juckt keinen, weil es keinen allzu großen Unterschied macht. So, für meinen Zweck hier vorne muss ich gucken, wie ich das Portal verbinde. Ich denke mal, ich muss es hier durchbauen. Also, dass hier so die Straße weiter verlängern. Bababam. Ich weiß, wir haben hier noch die Kisten im Weg stehen, die werde ich dann mal umsetzen müssen. Leider, leider, leider. Und dann, ja, baue ich mich weiter durch. Oder warte, 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 warte. Wollen wir hier runtergehen? Ich habe eine Idee. Wir machen es anders. Pikmin, geh mal ein bisschen weg da. Weg da, weg da, weg da. Hier vorne ist ja das Hauptportal jetzt. Und genauso wie wir es hier drüben gemacht haben, gehen wir eine Etage runter, dass wir langlaufen können. Und, ah, schön. Okay, okay. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Das kriege ich noch hin. Okay. Dann jetzt kann ich auf dem Boden weiterbauen. Und dann geht es halt eben so hier durch, wie es eben so durchgeht, wenn es so durchgeht. Und dann, eine gerade Strecke so ein bisschen entlang. Lalalala. Zombie-Pigment steht im Weg. So viel Zombie-Pigments. Kann man die nicht irgendwie. Ja, die spawnen wahrscheinlich mit der Zeit. Okay. Ja, da ist Limit angesagt von meinen Steinen.
Die sind aber echt ultra laut gerade vom Gefühl her. Dort ist nicht gut. Was haben wir denn hier unten drin? Hier haben wir die Smooth Sandstones. Das sind so ein bisschen hier so die Mauern. Ich glaube, die sind nicht ganz korrekt. Die sind falsch. Denn wir haben die Smooth Sandstones hier. Also muss das Smooth Sandstone hin. Hier muss auch Smooth Sandstone. Ist schon Smooth Sandstone. Das kann weg, weil das ist normaler Sandstone. Da haben wir uns, glaube ich, ein kleines bisschen vertan oder so. Ganz kleines bisschen vertan. Deswegen ändern wir das nochmal. So, drüben auch. Kann weg. Kann weg. Ah, nee, das war richtig. War richtig, war richtig. Und, bam, 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 bam. So. Hier geht es irgendwie runter. Das war unerwartet. Ah, nee, es war genau. Es muss weggebaut werden, weil da kommt auch Erde oder Gras hin. Und, oh, das ist neu hier. Der Weg. Claybium. Achso, genau. Hat jemand noch zu Hause gesehen? Ja. Da war's. Okay, dann, weiter Smooth Sandstone. Und zwar bis hier. Und dann haben wir genau die richtige Menge an Gras schon hier drüben stehen. Hier brauchen wir dann ganze Blöcke von den Bricks. Deswegen können wir die auch noch nicht ersetzen. Dann da ein bisschen was. Und hier schließe ich trotz allem nochmal erneut das Partition an. So haben wir nämlich... Oh, das ist neu gemacht. Es ist neu gemacht, dass wir so einen Rahmen haben. Wollen wir den immer beibehalten? Jedoch, hier doch. Hier hat jemand ein bisschen weitergebaut. Ich glaube, er hat eine Folge weitergebaut. Dann muss aber hier hinten auch nochmal derselbe Rahmen hin. So, wie viel Stein habe ich hier schon was in der Zwischenzeit? Ich hoffe doch mal ein paar. Und dann nehme ich die mit. Komm schon. Bricks. Ja, das dauert ein bisschen. Ich hätte jetzt gerne meine automatische Schmelzstation. Einfach Netherrack einfeuern, durchgeschmolzen, fertig. Aber die ist da so gesetzt worden. Ja. Dann, wenn man sie braucht, dann hat man es nicht. Und dann, wenn man es hat, dann braucht man sie immer durchgängig. So. Achso, ich mache dann die ganzen hier so. Bababam. 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 So. 39 Bricks. Dann wieder ganz viele Slabs draus. Ich mach mal so ein paar. So. Und den Rest behalte ich in Blöcken. Denn die... Ich habe schon wieder zu viel weggemacht. Egal. Ich kann ja auch zur Not Half-Slabs setzen. So. Und vom Weg her geht's hier vor. Und vom Weg her geht's auch nochmal. Ich habe es drüben gemacht. 2 Stüfchen nach unten. Okay, das Portal ist hier so eingedingst, so in etwa. Dann geht's hier so runter und dann geht's da lang. So was, so 2 Stüfchen war das, ne? Genau, 1, 2, 3. 1, 2, 3 und dann können wir hier Bricks setzen, so und dann... genau, hier vorne war dann halt noch ein Portalrahmen, der dazu kam. Also ging's einfach so hoch, tralalala. So in etwa. Und so in etwa. Und ja, ich mache die anderen Portale zuerst, vor meinem Portal. Da muss ich Schilder bauen und nochmal neu setzen oder so. So, dann. Sowas hier hatten wir. Und der Rahmen war komplett zu, oder? Ja. Und an der Decke ging auch hier so ein bisschen dann das Zeug weiter. Dann hatten wir... Da noch einen und da noch einen und halt oben drauf noch einen. Warte mal kurz. Bringe ich das hin? Stack. Bums und Bums. Und so im Stile geht das jetzt weiter und so. Ja, so macht man das. Das sieht doch mal nice aus. Okay, ich habe noch ein paar übrig. Das heißt, ich komme hier vor, auch zu meinem dann. Ich bin am Überlegen, wie ich das hier mache. Ich habe denselben Effekt wahrscheinlich wieder. So ein bisschen. Und dann so ein bisschen. Dann so ein bisschen. Vielleicht kann ich das Portal auch nochmal rotieren, ja? Dass das so nach... Das mache ich nochmal. Ich rotiere das Portal, aber nicht mehr heute. Das mache ich, morgen wahrscheinlich in der nächsten Folge, denn es dauert jetzt lange, ganz Blöcke abzubauen und umzusetzen. Die Folge ist gleich schon vorbei. Ich vermute mal, dass es trotz allem noch gehen wird. Ich merke mir diesen Block hier vor. Aber ich rotiere das Portal jetzt einfach mal so um. Ein bisschen, warte kurz. Die sind doch auch 3 breit. Hier ist auch 3 breit. Der Weg hier ist aber nur 2 breit. Ich werde nochmal komplett umbauen müssen. Und, diesen Weg hier auch 3 breit machen, weil der ist 3 breit, der ist 3 breit, nur das hier ist nicht 3 breit. Müssen wir ändern. Das muss eins drum gesetzt werden. Dann passt das auch wunderbar mit meinem Portal, dass ich direkt drauf zuläufst und du läufst direkt ins Portal rein, dass es übelst zentriert steht. Yes, das ist eben so der nächste Plan. Also wir können das ja nochmal abbauen alles und nochmal neu setzen. Und dann ändern wir das und dann
geht das hoffentlich. So, die weg, 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 weg. Hier können übrigens überall Smooth Sand Stones hin. Deswegen, ups, das war zu viel. Wollen wir die Smoothie Sand Stones hin. So. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Und, ja. Dritter Balken. Nein, warte. Komm. Nein, wechsel dich. Jetzt. Das war falsch. Aber danke. Bam, bam, bam. Nein, Pikmin, du störst mich bei der Arbeit. Hier, einmal mit Profis arbeiten, ne? Weg da, weg da. Weg, weg. Genau, das Ding ist 3 breit. Okay. Ja, auf jeden Fall so im Stil wird es weitergehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielleicht mache ich den ganz, ganz bisschen offscreen oder so. Mal schauen. Oder vielleicht im Livestream dann. Wir sehen uns bis dahin. Lasst krachen und tschüss, denn er da wird geil. Bis demnächst.